Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum World War II Rebuilder im Level London Necropolis. So wie ihr seht, ist jetzt hier alles weg. Und ich habe die Aufgabe auch erfüllt, hier aufzuräumen. Und jetzt kann ich hier den Baubereich freischalten oder beziehungsweise verwalten. Jetzt können wir gucken, was wir hier bauen wollen. Schaut mal. So ein Gebäude können wir jetzt hier errichten. Das zeigt es uns schon mal als Blaupause an. Oder alternativ können wir auch sowas hier hinbauen. Aber da oben steht ja bei unseren Hauptzielen unter viertens, wir sollen das Bahnsteigbüro wieder aufbauen. Also werden wir das wohl machen. Das hier ist das Bahnhofsbüro. Das bauen wir jetzt. Beziehungsweise fangen wir jetzt mal an. So, man sollte nie rückwärts in die Gleise fallen. Müssen wir mal gucken, was wir hier eigentlich brauchen. Irgendwas müssen wir anfangen. Der Boden ist schon da. So, da brauchen wir Ziegel. Ah, das ist ja cool. Oder ist nicht cool? Ja, wir haben nicht genug Ziegel, das ist das Problem. Aber hier hinten. So, jetzt kommen die Container wieder ins Spiel. Jetzt können wir nämlich wieder welche hier rausholen. Brick. Zack. Rechte Maustaste. Schon haben wir wieder welche rausgeholt. So. In Gimbert musste ich noch eine ganze Mauer selbst aufsetzen. Das müssen wir jetzt hier anscheinend nicht machen. Na, guckt euch das an. Muss ja auch noch eine Mauer hin, ja. Guckt euch das an, wie es hier vorangeht. So, was brauchen wir denn da oben? Zuerst brauchen wir wahrscheinlich mal wieder unser Gerüst. Jetzt haben wir uns jetzt selber irgendwie eingemauert. Sind wir schon oben? Ne, sind wir noch nicht. Dann müssen wir es nochmal wegnehmen. Das mal hier hinstellen. Und das Gerüst jetzt mal hier so hin platzieren. Dann können wir auch raufsteigen. Na los jetzt hier. Irgendwie komme ich nicht da hoch. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. So, ah ja, hier oben brauchen wir Holz. So, deswegen komme ich nicht hoch, weil das die Decke ist. Na gut. Gerüst wieder weg, Decke steht. Was brauchen wir noch? Sieht jetzt schon irgendwie fertig aus. Meiner Meinung nach. Ach, hier müssen wir noch irgendwas machen. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. Hat nicht gereicht. Macht aber nichts. Wir haben hier hinten noch genug Holz. Habe ich das hier vergessen wegzuräumen? Ja, das muss natürlich auch noch weg. Also hier in unserem Container holen wir halt wieder Holz raus. Baue das Bahnsteigbüro wieder auf, ist erledigt. Das ging jetzt aber irgendwie einfach. Hätte ich schon gedacht, dass das ein bisschen länger dauert. Auch gut. So, hier hinten, seht ihr das, da steht wieder so ein Geist. Oder so eine Geistererscheinung. Wenn wir jetzt da hingehen, kommt wieder eine Rückblende in die Vergangenheit. Da ist er.
beobachten wir das Treiben vor der Zerstörung. Nun ja. Jetzt sieht's halt so aus. So, wo machen wir denn weiter? Hier vielleicht mal. Da müssen wir noch wieder aufräumen. So, was ist denn hier? Müssen wir da auch noch irgendwas machen? Können wir hier rein? Scheint nicht so, ha? Huh? Der Wartesaal. Die sehen eigentlich noch ganz gut aus, die Bänke. Die könnte man theoretisch auch lassen, aber das Spiel will, dass wir sie wegräumen. Also machen wir das. So, was ist denn hier mit den Dingern? Die können scheinbar bleiben, die müssen nicht weg. Der Deckel kann auch bleiben. Und schon sind wir wieder voll. Hier hat sie auch noch einen Container. Vor allem Holz haben wir massenhaft bisher gefunden. So. Also Ziel ist ja wieder 100% zu schaffen. 5 Sterne. Mal gucken, ob wir es schaffen. Kratzen wir das gleich mit der Schaufel von der Wand. So. Hammer wieder ran. Das müssen wir auch noch hämmern. Mhm. Prima. Müssen wir uns doch mal selber loben. Runtergefallen. Das wollen wir da auch nicht liegen lassen. London Necropolis. Da steht's. So sieht also unser Bahnhofsgebäude aus, was wir gerade gebaut haben. Naja. Nicht so überragend schick, aber passt schon. Wir gucken mal unsere Aufgabenliste, was wir denn eigentlich noch machen müssen. So, wir müssen ein Loch in der Wand noch zumauern, die Kapelle renovieren, das Glasdach, eine Brücke räumen, eine Dampflok reparieren, eine versteckte Aufgabe finden und einen Bereich dekorieren. Gut, Deko machen wir wie immer als allerletztes. Aber drei Sachen haben wir auch schon geschafft, sogar säubere den Bereich haben wir geschafft. Und ich glaube, Sammlerstücke haben wir noch kein einziges. Da müssen wir uns natürlich noch intensiv auf die Suche machen. Können wir ja mal gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Bringen wir mal hier runter. Im Gymbot lag nämlich auch eins unter der Lok. Kommen wir da hoch in die Lok rein? Ne, das geht nicht. Aber wir sollten einfach schauen, dass wir überall mal nachgeguckt haben. Nee, da kommt man nicht rein. Okay. Dann schauen wir noch mal hier hinten nach. Hier waren wir ja noch gar nicht. Hier sind ja auch schon wieder Container. Gibt's aber echt viele davon.
Zugräder nehmen wir auch mal mit. Ah, hier. Hier müssen wir auch ran. Leute, wir haben wieder Arbeit gefunden. Hier brauchen wir den Schweißbrenner. Na? So, jetzt. Da müssen wir jetzt hier das auseinanderlöten alles. Stückchenweise jede einzelne Schweißnaht auftrennen. Bis das Ding auseinanderfällt. Naja, das ist harte Arbeit. Eine Ordnung zu schaffen überall. So, die Naht ist offen. Die noch nicht ganz. Ach, da ist noch, fehlt noch ein Stück. So. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Das zeigt dann immer so einen Prozentsatz an. Erst ist die Naht hell, wenn man anfängt zu schweißen. Wenn es dann dunkel ist, dann ist geschafft. Das sind immer so Stücken. Ihr seht das. So, jetzt können wir hier was rausreißen. Jetzt können wir auch hier reinspringen. Du liebes Lieschen, müssen wir das alles noch aufräumen? Naja, da haben wir ja noch was zu tun. Also müssen wir es vielleicht nicht. Aber wir wollen ja ordentlich arbeiten. Ich bin da so ein Perfektionist. Muss dann schon alles. Halt, nicht umfallen. Ups. So gut, dass der Container gleich hier steht. Gleich rein damit. So. Nehmen wir die Seitenwand gleich mal mit. So, was müssen wir jetzt hier noch machen? Schmeißen wir das hier noch auseinander. Sagt man da schweißen? Oder sagt man da anders? Ah, hier müssen wir auch noch. So, die haben wir geschafft. Hier unten müssen wir noch mal ran. So, jetzt können wir die Wand auch wegnehmen. Was haben wir jetzt noch? Müssen wir hier auch noch was machen? Ja. Wir müssen den ganzen Bahnwaggon hier auseinanderschweißen, wie es aussieht. Ziele ich ein bisschen daneben. So. Okay. Das Ding muss man bestimmt auch noch auseinanderschweißen. Ja, ja. Das war ein Jimbot auch, mit dem einen Waggon, der da lag. Den musste man genauso auseinanderschweißen. Ja, hier haben wir auch noch eine Schweißnaht. So, das ist jetzt ab. Seine Ding.
Da müssen wir nochmal, oder? Sieht so aus, als ist das noch nicht richtig auseinander. Trennen wir erstmal das hier ab. So, gut, das ist jetzt auch runtergefallen. Da, jetzt. Jetzt haben wir es wohl geschafft, das Ding ja komplett auseinanderzunehmen. Also, Schrott muss wieder hier rein. Das Ding weg. Ja, das Rad, das nehmen wir auch wieder mit. Das auch. So. Okay. Was ist mit dem Wagen hier? Der kann scheinbar stehen bleiben. Der ist nicht kaputt. Da tut's noch. Was haben wir hier? Das kann bleiben. Jetzt haben wir ein Sammelobjekt gefunden. Na schön. So, was ist denn jetzt hier? Hammer raus. Ah, ich sehe schon, wir müssen wieder Gleise reparieren. Gut, das wird dann eine Aufgabe fürs nächste Mal sein. Hier müssen wir nochmal mit dem Schneidbrenner ran. Müssen wir die alten Schienenstücken hier noch wegschweißen. Aufräumen. Na, wieso fliegt jetzt die Schiene hier rum? Die brauchen wir doch. So, wieder die Schaufel suchen. Zeug aufräumen hier. So. Ich glaube, es ist doch keine Aufgabe fürs nächste Mal. Das machen wir noch schnell. Ach, das war die Aufgabe, räume die Brücke. Haben wir die auch schon geschafft. So, dann brauchen wir hier wieder Metall. Jetzt können wir wieder Metall aus dem Container holen. Und hier verarbeiten, um die Schiene wieder zu reparieren. So, jetzt fehlt uns noch ein bisschen Metall. Hier geht es anscheinend nicht weiter, ha? Ne, hier ist Schluss. Gut. Und da unten? Weiß ich nicht. So, was sind mit den Säcken hier? Die brauchen wir auch nicht. Okay. Dann müssen wir noch 30 Metall holen. Das ist das hier. Metallschrott. Das sind aber erst 18. Reicht noch nicht. Das machen wir jetzt noch schnell. Jetzt holen wir noch den Metallschrott hier hinten aus dem einen Container. Wo ging's lang? Hier. Da, da, da. Da, 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 da. Metall. So, jetzt haben wir genug Metall in der Hand. Wir tragen das rum, wir sind ganz schön stark. So, dann können wir jetzt gleich hier runterspringen. Eins, zwei. Aufgabe erfüllt. Jetzt haben wir schon 3 Sterne. Ihr seht, es geht voran. Das Zeug brauchen wir scheinbar nicht wegräumen, die Steine, die hier liegen. Können wir hier hochspringen? Ja, können wir. Gut, ich glaube, die nächste Aufgabe wäre dann vielleicht mal das Dach der Kapelle.
zu reparieren. Da holen wir uns schon mal Holz hier raus. Dass wir da mal voll sind mit Holz. Und dann geht's in die Kapelle. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst und mir mal in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Spiel haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.